Hallo meine lieben Sonnenanbeter, heute sprechen wir über den Sonnenschutz. Es gibt verschiedene Hauttypen, zum Beispiel Hauttyp 1 hat sehr helle Haut, helle Augenfarbe und helle Haare bis rötliche Haare. Diese Personen haben eine Eigenschutzzeit von 5 bis 10 Minuten. Wenn diese Personen einen Sonnenschutzfaktor von 30 nehmen, heißt das folgendes. Sie haben 30 mal länger Zeit, in der Sonne zu bleiben. Natürlich zu beachten ist, welchen Sonnenschutz verwende ich. Es gibt folgende Arten. Es gibt Cremen, Sprays, Fluids, Öle, Schaum und Gele. Bei den Sonnenschutzprodukten, die chemische Inhaltsstoffe beinhalten, ist die Einwirkzeit erst nach 20 bis 30 Minuten gegeben. Produkte mit mineralischen Inhaltsstoffen wirken sofort. Diese erkennt man auch, wenn man sie aufträgt, dass sie einen weißen Film haben und dieser ist leider leicht abwaschbar. Wie viel Produkt verwende ich, um mich optimal zu schützen? In der Regel sagt man einen Esslöffel pro Hautpartie. Besonders zu beachten sind unsere Sonnenterrassen. Was bedeutet das? Das ist unsere Nase, die Wangen, Dekolleté und Schultern. Die sind der Sonne am meisten ausgesetzt. Zusätzlich kann man einen Sonnenhut oder eine Kappe tragen, um diese Bereiche zusätzlich zu schützen. Die richtige Sonnenschutzpflege ist wichtig, um Hautschäden vorzubeugen, wie zum Beispiel Hautkrebs, vorschnelle Hautalterung und Pigmentflecken. Viele Kosmetikprodukte sowie Make-up-Produkte beinhalten schon einen Sonnenschutzfaktor. Dieser hilft, unsere Haut zusätzlich zu schützen. Auch wenn man sich eincremt, wird man braun. Zwar ein bisschen langsamer, dafür hält die Bräune länger und die Haut bleibt auch gesund. Hallo, ich bin der Christian und Experte in dem Friseurstudio. Nicht nur die Haut, sondern die Haare sind im Sommer Strapazen ausgesetzt und wir müssen sie schützen. Salzwasser, Chlorwasser und die direkte Sonneneinstrahlung können die Haare austrocknen und aufhellen. Was können wir dagegen tun? Die richtigen Produkte verwenden. Wie zum Beispiel von Biolash Sun Surrealis. Da habt ihr drei Produkte zur Verfügung, wie zum Beispiel Shampoo, die Maske und den Leave-In-Spray. Das Shampoo könnt ihr verwenden wie jedes andere Shampoo. Ihr wascht die Haare und spült es gründlich aus. Dabei werden Salzwasser und Chlorrückstände perfekt entfernt. Bei der Maske braucht ihr ein bisschen Einwirkzeit von 3 bis 5 Minuten. Diese Maske könnt ihr in der Sommerzeit jeden Tag verwenden, denn sie nährt die Haare mit Sonnenblumenkernextrakt und ist somit ein toller Schutz für die Haare. Den Leave-In-Spray verwendet ihr vor dem Sonnenbaden und trocknet ihn auf, eine kurze Zeit bevor ihr in die Sonne geht, um den Sonnenschutz aufzubauen und die Haare perfekt vorzubereiten. Was natürlich noch wichtig ist, dass wir nicht nur die richtigen Produkte verwenden, sondern auch die Haare von der direkten Sonne ein bisschen abschirmen. So wie wir es ungefähr bei der Haut machen, dürft ihr das bei den Haaren genauso machen. Die direkte Sonneneinstrahlung reduzieren mit entweder Kappen oder Hüten und dafür sorgen, dass die Haare zusätzlich mit den Produkten einen perfekten Schutz haben.